Ganz nebenbei verliebte er sich aber auch in seine Cousine Elisabeth. Und die Geschichte nahm den bereits bekannten Verlauf. Im April des Jahres 1854 fand die Hochzeit des Paares in der Augustinerkirche in Wien statt. Und schon im März des folgenden Jahres wurde das erste Kind, die kleine Erzherzogin Sophie, geboren. Ein Jahr später kam ihre Schwester Gisela zur Welt und beide Mädchen wurden die erklärten Lieblinge ihrer Großeltern, Erzherzogin Sophie und Erzherzog Franz Karl. Aber auch Franz Josef und Elisabeth waren ihren Kindern außerordentlich liebevolle Eltern. Beide Eltern hingen derart an ihnen, dass sie die Kleinen sogar auf längere Reisen mitnahmen. Als Kaiser Franz Josef und seine Frau im Jahr 1857 nach Ungarn reisten, um die damals politisch angespannte Situation durch ihre Anwesenheit zu mildern, brachten sie auch ihre beiden kleinen Töchter mit. Die beiden Mädchen erkrankten bald an einer schweren Infektion, an deren Folgen die ältere, zweijährige Sophie sterben sollte. Es dauerte lange, bis Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth den Schock über den Tod ihrer Tochter verwinden konnten. Doch Ende des Jahres kündigte sich ein neues Baby an, das im August 1858 geboren wurde. Diesmal war es ein Sohn, Kronprinz Rudolf. Und darüber herrschte doppelt große Freude. Das Land hatte den ersehnten Erben erhalten und die Familie endlich wieder ein Baby, das sie auf fröhlichere Gedanken brachte. Politisch gab es in dieser Epoche wenig Erfreuliches. Kaiser Franz Josef hatte im Krieg gegen Italien arge Verluste erlitten und auch in Ungarn, das eine eigene unabhängige Regierung forderte, kriselte es. Da Kaiserin Elisabeth zu dem Land eine große Liebe gefasst hatte, griff sie ein einziges Mal in ihrem Leben in die Politik ein und vermittelte zwischen den Fronten.